Lunatic Night Show. Hey ho und herzlich willkommen zur Nautic Night Show, der Show von und mit Stormseeker, mit der wir euch und uns auf das Album des Jahres vorbereiten. Ich bin euer Host Olaf und das ist mein... Ich bin euer Host Timothy und das ist mein Sidekick Olaf. Das fängt ja schon wieder gut an. Wir haben auf jeden Fall wieder einen bunten Strauß voll Kuriositäten mitgebracht, Kuriositäten, die wir uns jetzt zu Gemüte führen. Und zwar den Trinkspruch der Woche. Trinkspruch? Gib einem Mann einen Fisch und du fütterst ihn für einen Tag, aber bring einem Mann das Fischen bei und er sitzt den ganzen Tag in einem Boot und trinkt Bier. Fantastisch, ich habe irgendwie Durst. Ich habe auch Durst. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Nichts hier. Letztes Mal hatte ich was. Letzte Show war besser. Letztes Mal war wirklich besser. Ihr könnt eigentlich an dieser Stelle abschalten. Letzte Show war besser. Wie Tim sagt. Aber die nächste wird auch wieder gut. Abschalten. Oh, ich kann immer noch nicht stupsen. Bist immer noch blöd. Ich habe mir übrigens, falls sich irgendjemand das gefragt hat, was ich bezweifle, aber ich habe ja vor zwei Shows. In der ersten Show bei unserer kleinen Jam-Session konnte ich nicht schnipsen, habe deshalb geklatscht. Ich habe mir die Hand geprellt, das ist bei der Probe passiert. Ja, ja doch. Bist gegen die Tür gelaufen. Das ist bei der Probe passiert. Und zwar ist dieser clevere junge Bursche gegen eine Glastür gelaufen und hat sich dabei voll den Finger geprellt. Gut, dass es auf Schiffen keine Glastüren gibt. Ja, deshalb gibt es auf Schiffen keine Glastüren. Auf jeden Fall, ja. Überleg mal bei dem Seegang. Bam, ab in die Tür. Ja, Leute, wir haben ja richtig einen drüber gekriegt. Wir haben letzte Show leider, kein Instrument der Woche gemacht. Chop the Head Off, das hatte verschiedene Gründe. Unter anderem haben wir es vergessen. Und Instrument der Woche. Und Film los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Instrument der Woche, endlich mal wieder. Ich bin Uga, der schrecklich Durstige. Und viele von euch haben sich das Akkordeon als Instrument der Woche gewünscht und deswegen nehmen wir diesmal die Gitarre. Mit Pauli! Hi. Was hast du denn da Wundervolles in der Hand? Das ist eine Gitarre, 6 Saiten dran, hier geht laut, hier gehen Noten, das war's. Easy. Kleiner Scherz. Ich habe hier natürlich eine wunderschöne ESP LTD MH1000, zwei EMG Humbucker drin, Coilsplit, wenn ich mal einen Single-Coil brauche und vor allem eine Evertune-Bridge, damit sich dieses Ding niemals verstimmt. Wir haben schon in minus 3 Grad Kälte auf die Bühne gegangen und alle anderen haben sich herumgeschlagen mit verstimmten Instrumenten und ich brauchte mir gar keine Sorgen zu machen, weil dieses Ding auch noch stimmt, wenn man es über Nacht im Schnee liegen lässt. Ist das nicht ein bisschen geschummelt? Ein bisschen, aber es macht's Leben deutlich leichter. Ja gut, habe ich technisch nicht alles verstanden, aber macht auch nichts. Die Frage, die Leute ja wirklich beschäftigt ist, warum braucht ihr Gitarristen eigentlich immer mehr als eine Gitarre? Das ist doch eh nur zwei Arme und ich sehe hier trotzdem schon die zweite Gitarre. Why so? Die kurze Antwort ist, ich gebe natürlich gerne an. Die lange Antwort ist, ich habe wirklich, wirklich gerne das Sicherheitsgefühl zu wissen, dass wenn hier mal was los ist, wenn mir eine Seite reißt, ich kein Signal mehr kriege etc., ich einfach im Eifer des Gefechts zur Seite der Bühne gehen kann. Erste Instrument wegpacken, mir meine Spare nehmen kann und sofort wieder einsatzbereit bin und mich nicht darum schlagen muss, hier Seiten zu wechseln oder herauszufinden, was das Problem ist. Das rettet, glaube ich, den einen oder anderen Schweißmoment oder im schlimmsten Fall einen Ausfall. Ja, sehe ich ein. Hätte ein zweites Keyboard und sie nicht so. Naja, gut, und du siehst jetzt, ich sehe jetzt, sie sind in so einem riesen Koffer. Wie weit kann ich den denn wohl werfen, bis die Gitarren darin kaputt gehen? 3-4 Etagen sicherlich. Hast du das ausprobiert? Bin mir relativ sicher, da passiert nichts. Letzte Frage. Ich als völliger Technik-Depp kann mir jetzt gar nicht vorstellen, da kommt so eine unbrauchbare Seitenklampfen-Klang raus und auf dem Album klingt das her hinterher nach Schredder, 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 Schredder. Wie passiert denn das? Hat doch sicher mit dieser Technik dahinter dir irgendwas zu tun. Um da mal durchzugehen, das Signal geht von meiner Gitarre per Funksender hier in diesen Funkempfänger hinein. Ich habe kein Kabel, worüber ich stolpern muss auf der Bühne. Wunderbar. Von da aus in dieses Noise Gate, was dafür sorgt, dass Ruhe ist, keine Störgeräusche jemals. Und von da aus dann erstmal hier mein Boost-Pedal. Das macht einfach nur laut und asozial. Und von da aus in diesen Röhrenamp,
Der hat eine Endstufe. Wir könnten eine Gitarrenbox dranhängen. Brauchen wir nicht. Wir haben zum Glück eine sehr aufgeräumte Bühne. Und daher nutzen wir einfach nur die eingebaute Cap-Simulation. Und das Ganze geht per XLR in unser Mischpult. Und ab da ist es nicht mehr mein Problem. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für dieses Walkthrough. Das war das Instrument der Woche für diese Woche. Und dann bis nächste Woche oder in 2 Wochen, je nachdem, wie wir so lustig sind. Tschüssi! Dankeschön, das war das Instrument der Woche. Wenn ihr Fragen habt, ruft sie einfach. Nicht nochmal, nicht nochmal. Alles klar, und damit herzlich willkommen zum flotten Fragenfeuer mit Uga! Yay! Und los! Wenn du bis ans Ende deiner Lebtage nur noch eins der beiden folgenden Instrumente spielen dürftest, wäre es A, das Akkordeon oder B, die Melodika? Melodika. Da kann man wenigstens gleichzeitig noch ein Bier in der anderen Hand halten. Würdest du eher nie wieder Bier trinken dürfen? Nein. Oder das andere. Oder auf alle Festivals, die du gehst, kein eigenes Zelt mitnehmen dürfen. Ah, das ist easy. Wir bleiben beim Bier. Okay, sehr gut. Schätzfrage. Bis zu wie viel Liter Bier kann pro Stunde durch die Wagner Bierpipeline fließen? A. 500, B. 10.000, C. 20.000, D. gar keins. Die Pipeline wurde nie in Betrieb genommen. 10.000. Progressive Metal oder Trashy 90s Mucke? Kann man das kombinieren? Progressive Trashy 90s Mucke? Ich bin auf dein Solo-Projekt gespannt. Radio oder Podcast? Radio. Dein bester Kumpel lädt dich auf eine Glamrock-Party ein, aber du darfst nur ein Kleidungsstück tragen. Welches? Eine Leoprint-Krawatte. Sonst nichts. Wie guckst du, wenn Weintraut alle ist? Danke. Für alle, die jetzt auch noch nicht auf der Insel erleuchtet sind, kommt nun für euch auf der Insel von uns zum neuen Album Nautic Force. Das Horoskop der Woche. Seid ihr ja, meine kleinen Seesternchen. Es ist wieder Zeit für die nautische Astrowoche. In dieser Woche habe ich einfach gute Neuigkeiten für alle Muschelgeborenen. Oh ja, eure Perle wird sich entfalten. Ihr werdet frei sein, ihr werdet kreativ sein. Und ich kann euch sagen, da kommt ganz schön was in der Liebe bei rum. Also, ihr kleinen Austern. Ihr habt Glück diese Woche. Ja, nicht so gut steht es um den Fetzenfisch. Ich weiß nicht, was soll ich da noch sagen? Ich pendel das mal schnell aus. Ja. Wenn du nicht aufpasst, dann wird sich da noch, ich weiß nicht, vielleicht was anderes als Stormseeker in deine Playlist schleichen. Ich meine, wer will das schon? Ich nicht. Also, da würde ich aufpassen. Und, ja. Lauscht mit mir zum Abschluss noch einmal dem Klang des Universums. Übrigens an dieser Stelle, fettes Dankeschön an alle Leute, die sich immer noch 17 Minuten Content auf YouTube reinballern und nicht wie die Eichhörnchen hier TikTok scrolli, was? Länger als 20 Sekunden gucke ich mir nicht an. So, wir merken das, wir appreciaten das und danke. Vielen, vielen Dank. Und auch alle, die nebenbei TikTok gucken, danke. Ihr seid auch cool. Und wenn ihr euch fragt, ich sitze jetzt hier, guck dieses phänomenale Video und sie haben so Arbeit wieder da reingesteckt, keine Kosten und Mühen gescheut, wieder ein flottes Fragenfeuer.
Alter, wie geil. Wieder ein Instrument der Woche. Wieder ein Instrument der Woche. Was kann ich denn da machen, um mal einen Supporter zu lassen? Mhm. Fragen die sich. Ja, fragen die sich. Ja, und? Da würde ich antworten, kauf die Fanbox. Kauf die Fanbox, kauf das Album, tu dir selber was Gutes. Du hältst schon so lange durch, tu dir selber was Gutes. Ich wollte eigentlich kauf dir die Fanbox. Ich wollte eigentlich nur, dass sie den Kanal abonnieren und so. Das Video liken, aber... Nö. Also es könnt ihr gerne auch machen. Like das Video. Und die Glocke nicht vergessen. Und die ich habe letzte Woche von Tim einen drüber gekriegt. Wir haben hier moderiert eine Dies-Das-Show aufgebaut. Licht, alles, Moderation. Mhm. YouTube-Video, 2 Tage geschnitten, zack, Upload. Schreibt mir unser Keyboarder Tim, du hast vergessen, an die Glocke zu erinnern. Glocke. Ding, ding. Wir haben letztes Video dazu aufgefordert. Wenn euch irgendwelche Fragen noch auf der Seele brennen, dann schreibt uns doch mal, was euch so interessieren würde und was wir euch so beantworten können mal. Und das haben wir gemacht. Das habt ihr gemacht vor allen Dingen. Also das habt ihr gemacht und dann haben wir das, also ne, beantwortet. Und die Antworten auf all eure Fragen seht ihr hier. Was gibt's backstage zu futtern? Bier. Und andere vegane Spezialitäten. Findet ihr grundsätzlich das Seemannleben interessant? Guckt ihr Filme dergleichen oder belest ihr euch viel darüber? Oder passt einfach zufällig die Stimmung und die Laune zum Genre? Also wir sind ja schon ewig Seeleute, quasi ewig. Und klar finden wir das interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, doofe Frage, aber wir finden das natürlich super. Ich persönlich gucke jeden Morgen jeden Fluch der Karibik Teil. Gar kein Problem. Danach lese ich Long John Silver. Dann gucke ich mir eine Doku über Davy Jones an. Und dann lese ich die Schatzinsel. Zum Einschlafen Nemo. Zum Einschlafen findet Nemo, weil alles andere ist mir zu hart. Ist deswegen dein John so long? Ja. Welche Bands inspirieren euch? Da gibt es natürlich Tausende. Jeder von uns hat zudem einen anderen Musikgeschmack. Bei mir persönlich hat alles angefangen mit dem klassischen Hardrock der 70er Jahre. Ich höre gerne Kiss, AC/DC, Aerosmith. Und von da aus hat sich das in Richtung Metal weiterentwickelt und irgendwann habe ich Bands wie Megadeth oder Iron Maiden für mich entdeckt und habe angefangen Bass zu spielen und auch in kleineren Bands in meiner Heimatstadt gespielt, bis ich irgendwann hier gestrandet bin. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben kompletten Iron Maiden gehört. Mir ist einfach keine andere Metalband eingefallen. Ich höre nur so Mathe-Musik, Dream Theater und so. Devin Townsend ist auch klasse. So ein Nerdkram, was sonst keiner mag, so, wo man mitzählen muss, wo keiner tanzen kann. Das finde ich super. Ich habe die Scheiße ja auch studiert. Muss ja kompliziert sein, sonst macht es ja keinen Spaß. You know? Bei den letzten Videoschnipseln eurer Shows hat man Timo immer mal wieder ohne Bass gesehen. Hat das einen bestimmten Grund? Mehr Freiheit für Stimmung und Party? Ja, also ich brauche natürlich die rechte Hand fürs Mikrofon und die zweite Hand für das Bier, was Uga mir reicht. Natürlich, ja. Also ich habe wesentlich mehr Freiheit auf der Bühne. Ich muss nicht ständig zum Mikrofonständer laufen. Ich kann viel mehr auf euch alle eingehen. Ich habe viel mehr Fankontakt. Es ist einfach eine absolute Befreiung, ohne Bass auf der Bühne zu stehen. Und seitdem Pauli dabei ist, bin ich leider nicht mehr der beste Bassist der Band. Deswegen konnte ich das einfach nicht weitermachen. I'm sorry. Oh. Wie war eure Entstehungsgeschichte? Wir haben tatsächlich als quasi Schülerband angefangen, also es war im Jahr, in dem ich Abi gemacht habe. Und wir hatten einfach Bock, ein bisschen Musik zusammen zu machen und vor allen Dingen mit ungewöhnlichen Instrumenten. Wir hatten eine Geige dabei, also wir waren schon immer bunt aufgestellt und dann irgendwann kam der Rest dazu, nicht? Ja, Fun Fact dazu, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin nämlich einer der wenigen Stormseeker, die mal eine Live-Show von uns selbst gesehen haben. Und ich fand die damals so geil, dass ich denen einfach auf den Sack gegangen bin, bis sie gesagt haben, na gut, kannst mitspielen. Und ich so, yeah, weil aus denen wird mal was. So war das. Das mit der Live-Show ist tatsächlich so ein Ding, was die wenigsten wissen. Viele von uns wünschen sich nichts sehnlicher, als einfach mal eine Show von uns live zu sehen.
Das ist halt auch irgendwie, das ist auch irgendwie so ein Ding, wo man gar nicht drüber nachdenkt. War geil. Danke. Schon damals geil. Ja, ich würde sagen, Tim, du darfst auch bleiben, ist in Ordnung. Und ja, vielen, vielen Dank für alle eure Fragen. Und stell uns gerne weitere Fragen und ansonsten zurück ins Studio. Ja, aufschlussreich mal wieder. Sehr aufschlussreich, würde ich sagen. Jetzt, wir wissen jetzt wirklich einiges mehr. Falls ihr Fragen auf die Fragen habt oder sonst irgendwelche Fragen oder auch keine Fragen habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Auch keine Fragen. Lieber Timothy, ich habe keine Fragen. Punkt. Beantworten wir nächstes Mal. Auch die keine Fragen ist wichtig. Und ansonsten kommt zum gloriosen Abschluss. Hier an dieser Stelle von uns für euch der Seemannsgarn der Woche. Und ab. 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 Und ab. Mach mal. So gewisse Dinge, die man dann einfach auch rausschneidet. Ja, muss sein. Wenn ihr morgens eure Schuhe falsch rum anzieht, dann müsst ihr den ganzen Tag rückwärts laufen, um vorwärts zu kommen. Danke, Uga, für den Seemannsgarn der Woche. Und danke an euch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr euch wieder unsere Show angeguckt habt, dass ihr euch mit uns auf unser Album des Jahres vorbereitet und dass ihr alle fleißig das Video geliked habt, kommentiert habt, die Glocke gerungen habt. Bing, ist das die Vergangenheitsform? Gerankt. Gerankt. Die Glocke gerankt habt und uns hier so wunderbar zuschaut. Wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt. Nautic Night Show. Tschüss. Nautic Night Show.